Hallo, ich bin Fabienne. Ich arbeite seit fast 4,5 Jahren hier im Technorama im Showteam. Und im Showteam bin ich eigentlich meistens dafür zuständig, dass es ordentlich kracht und laut ist. Und mein Lieblingsexponat in der Ausstellung ist aber hier der Icy Buddies gerade neben mir. Und das ist eigentlich eines der leislichsten und feinsten Exponate, die sie in der ganzen Ausstellung hat. Ich finde einfach wahnsinnig schön, dass es ein Exponat ist, wo man einerseits kann einfach zuschauen und geniessen und beobachten und gar nicht gross hinterfragen, was da auf einer wissenschaftlichen Ebene im Hintergrund eigentlich passiert. Aber wenn man dann eben danach fragt und sich dafür interessiert, dann nachher finde ich es auch sehr ein spannendes Thema, wo man vereinfacht eigentlich etwas relativ Komplexes kann beobachten. Also wir haben da jetzt gerade eine frische Ladung trockenes Stückchen, die ins Wasser reingefallen sind. Und trockenes ist gefrorenes CO2, also es ist minus 80 Grad kalt. Und das Spezielle am Trockeneis ist, es schmilzt nicht, sondern es wird eben direkt gasförmig. Und weil es direkt gasförmig wird, gibt es so eine ganz dünne Gasschicht, wo dann die Eisstückchen auf dem Wasser drauf schweben können, sozusagen.